Moin moin, guten Abend und hallo, herzlich willkommen zu After Dark mit mir und einem neuen Spiel. Those That Remain heißt das Spiel, ich habe es gerade eben runtergeladen. Es ist wirklich, ich habe es gesehen, gekauft, angemacht, bam, wir spielen es zusammen. Es ist für euch, wenn ihr es wissen wollt, 12:30 morgens, perfekte Zeit, muss ich sagen, für diese Art von Spiel. Welche Maus ist die richtige? Dann kann ich nämlich umschalten aufs Spiel. So, als erstes mal den Gamma-Quadranten anpassen. Vielleicht sehen wir 7 of 9. Da, rechts. Es ist schon sehr hell, bis der Charakter kaum noch sichtbar ist. Das Schöne ist natürlich, an der Stelle sieht man schon so ein bisschen, wie wahrscheinlich die Feinde aussehen. Vielleicht auch nicht. Kaum noch sichtbar. Naja, also ich will ja schon... Komm, machen wir es so. Da sehen wir beide, sowohl ihr als auch ich, sehen einigermaßen was, weil ich sehe es hier natürlich ein bisschen anders auf dem Bildschirm als ihr zu Hause durch das ganze Licht hier. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich nehme an, da kommt ein Intro. Ich bin gespannt. Kurz nochmal schauen, vielleicht auf Deutsch. Perfekt. Grafik, was war hier nochmal? Da kann ich doch auf ultra geil stellen. Wo ist es? Alles schon auf sehr hoch, verdammt. Nachbearbeitung, natürlich. Ey, wie toll wäre das, wenn ich hier aufnehmen würde und danach würde das in die digitale Nachbearbeitung einfach nochmal gehen und jemand würde schneiden, schlechte Sprüche rausschneiden, gute Gags reinschneiden, nochmal ein bisschen was, einfach den ganzen Scheiß raus und was Neues rein und mir am besten auch gleich 100.000 Klicks geben. Das wäre mal eine Nachbearbeitung, die würde ich wirklich feiern. So, jetzt geht's aber los. Edward wird während seines Abenteuers schwierige Entscheidungen treffen müssen. Was er entscheidet, wird das Ende und sein eigenes Schicksal beeinflussen. Du weißt nie, wie glücklich du bist, wenn du ein perfektes Leben lebst. Alles scheint selbstverständlich. Etwas zu verlieren, lässt dich dein Glück erkennen. Und dann fällt alles auseinander. Irgendwann fühlt sich dein Leben wie ein entfernter Traum an. Ein Film, den du vor langer Zeit gesehen hast. Du bist zu jemandem geworden, den du selbst nicht mehr erkennst. Wozu soll das alles gut sein? Ich tue allen weh, die mich lieben, als mich meine Frau am meisten gebraucht hat. Vielleicht ist es an der Zeit, es zu beenden. Ich ertrage das nicht mehr. Andrea hat es nicht verdient. Immer noch meine Frau. Ich werde mit Diane Schluss machen. Noch heute Nacht. Ja, und da sind wir dann auch. Ich guck mal gerade. Ja, Bild ist okay, soweit. Ja, ich weiß wie gesagt überhaupt nichts über Spiel, außer das, was hier gerade gesagt wurde. Es ruckelt ein bisschen. Oh, das will ich nochmal schnell umstellen, bevor wir jetzt hier alle... Vielleicht hier bei der Nachbarn, Blumen, Lärm, weiß ich nicht, was das ist. Blumen, Anti-Leasing, kann ich nicht irgendwo... Shit. Pausing einstellen vielleicht. Da. Ist schon an? Scheiße. Bin mir nicht sicher genau, warum es ruckelt. Es tut mir leid, dass ich das... Das ist halt das Problem, wenn man es vorher nicht getestet hat, weil man eben alles zuerst erleben muss. Vergisst man immer wieder, dass das meistens auch immer zu der Experience dazugehört. Okay. Vielleicht jetzt mit. Nee, es läuft nicht so wirklich flüssig, ne?
Okay, das geht schon mal. Der Koffer funktioniert. Ja, aber ich bin nicht zufrieden. Tut mir leid, ich muss das nochmal runterstellen. Das können wir so nicht machen. Ja, oh, immer dasselbe. Ja, was nehmen wir da? Kommt Vollbild an. Das sieht ja eigentlich alles okay aus, ne? Das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, die anderen Sachen hier. Was nehmen wir doch einfach das. Ja, Schattenqualität. Vielleicht machen wir hier auch ein bisschen runter. Gucken wir mal. Eigentlich läuft der Rechner aber richtig gut. Kann daran eigentlich nicht liegen. Ja, seht ihr, es hat trotzdem... einfach ein Zuckeln. Dann werde ich jetzt nochmal V-Sync anmachen. Ach, zum Heulen. Tut mir leid, Leute. So. Es läuft einfach nicht sauber. Ich glaube, das kann man sagen. Und so, ein bisschen leise. Ich mach's mal gerade. Mach das Spiel auch gerade mal für euch ein bisschen lauter. So. Jetzt vielleicht ist ein bisschen lauter. Genau im richtigen Moment. Dana. Sie hat immer diesen Namen benutzt. Okay, Raum Nummer 2, um 6.30 Uhr angekommen. Ups. Eternal Life Cult. Kann ich die zwei von ihr anrufen? Kein Freizeit. Ah. Ja, das ist, das tut mir wirklich leid, ne? Ich weiß nicht so recht, was ich machen soll. Ich gehe nochmal ganz raus und nochmal rein und guck mal, ob das vielleicht geholfen hat. Ich habe tatsächlich auch gerade die neuesten Treiber drauf. Gerade erst vor kurzem installiert, gestern glaube ich. Also ausnahmsweise mal kann es nicht am Rechner liegen oder an meiner Faulheit, jedes einmillionste Update mir auch noch drauf zu jagen. Ja. So, das kann man doch jetzt sicherlich einfach wegdrücken, genau. Ja, da sind wir. Schauen wir mal, in welchem Zimmer Diane abgestiegen ist. Ich weiß es, Zimmer 2. Dana. Sie hat immer diesen Namen benutzt. Tja, der Service hier ist ein Desaster. Das müsste die richtige Ecke sein, hier rechts lang. 3, oh, heißt das ein zu weit? 4, ja. Ja, aber natürlich, klar, ist ja. Ich habe den Schlüssel nicht, aber ich kann ihn doch bestimmt hier hinten irgendwo. Warum ist hier überhaupt niemand? Ist auch ein bisschen komisch, oder? Ah, okay, die fehlen alle. Das wundert mich jetzt eigentlich nicht. So, welches Objekt kann inspiziert werden? Die Fernbedienung. Auch nicht. Alte Stiefel. Geht sie kaputt? Oh, nö, ernsthaft?
Die Unzerbrechbare. Ja, hier passiert nicht viel. Das ist traurig. Ah, hier. Eddie. Was ist in letzter Zeit mit Eddie? Das ist schon das zweite Spiel in Folge, bei dem Eddie eine Rolle spielt. Was ist denn mal mit Simon? Ich habe versucht, dich zu erreichen, aber ich bekomme hier kein Signal. Du wirst vermutlich in einigen Stunden hier sein, also lege ich mich für einen Moment hin. Der Schlüssel liegt unter der Fußmatte. Ich kann es kaum erwarten, bis du hier bist. Oh, ich bin übrigens in Zimmer 2. Mhm. So, schön aufräumen. Und die Kiste wieder hier hin. Ja, perfekt. So, das ist auf jeden Fall der dümmste Move, den man überhaupt machen kann. Aber wenn man im Motel lebt, ist eh alles egal. Der Schlüssel ist unter der Fußmatte. Diane, wo bist du? Verschwinden im Dunkel der Nacht. Michael Ridley ist bereits der vierte Fall der rätselhaft Verschwundenen. Ähnlich wie bei den anderen Fällen wurden Mr. Ridleys Kleider in einer großen Blutlache gefunden. Sheriff Matthews rät den Bewohnern von Dortmund dringend, nach Einbruch der Dunkelheit zu Hause zu bleiben. Okay. Wie, keine Bibel? Was geht denn da ab? Das kann es ja wohl nicht sein. Was ist das hier für ein Motel? Shit, ohne Bibel kann ich gar nicht duschen. Ich dusche nur mit meiner Bibel. Hier ist wie immer so irgendein... Ich frage mich echt, ob es irgendwo einfach ein Haufen... Das ist, glaube ich, noch nicht mal ein Bild. Das ist einfach nur... Also nicht mal ein Video. Das ist einfach nur ein einzelnes Frame, was so ein bisschen animiert wird. Das ist wahrscheinlich ein Charlie Chaplin-Film, ne? Aber wo kriegt man, gibt es ein Archiv, wo ich die ganzen rechtefreien Dinger herkriege? Das frage ich mich immer, wenn ich sowas sehe. Also einfach ein Videoarchiv, wo ich hundertprozentig weiß, das ist alles rechtefrei. Das wäre was. Da hätte ich richtig Bock drauf. Ich finde es ein bisschen schade im Vergleich zu anderen Spielen, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Neben der, muss ich zugeben, echt ruckeligen Grafik. Das ist halt echt eine sehr farbarme, echt schon ziemlich hässliche Optik, muss man jetzt irgendwie auch sagen. Es ist halt echt schade, dass man hier nichts krapschen kann. Ja, so, aber selbst hier, diese Engine, die fühlt sich einfach nicht so geil an. Also, es ist okay, ne? Aber da merkt man irgendwie den Unterschied zu, selbst ein Amnesia hat, also was heißt selbst? Ich meine, ich sag selbst, weil Amnesia jetzt wie lange her ist, 8 Jahre, hat das besser gemacht. Shit, wo ist die? Nee, ich guck erstmal. Oh, das ist seltsam. Ihr ist Geld offensichtlich egal. Die Umwelt, da scheißt sie drauf. Achso, das kennen wir ja schon. Fuck. Natürlich. Und jetzt geht's Licht aus, oder was? Kann ich das eigentlich auch machen? Nein, schade. Halt, das ist mein Auto. Komm zurück! Verdammt! Folge dem Auto. Ja, mit was denn? Kann man wenigstens mal die Dusche jetzt irgendwie abstellen? Ist denn, bin ich der Einzige, dem die Umwelt völlig egal ist? Fuck. Okay. Ah, hier vielleicht noch? Ja. Tja, wie kann man denn da jetzt folgen? Na toll. Was mache ich jetzt bloß? Steck ins Auto, der Schlüssel ist unter der Fußmatte. Dieser Ort ist verlassen. Dormant. Ich wollte immer schon so einen Van haben. Tja. Heißt das jetzt, ich muss wirklich laufen? Du musst...
War ihm die Laterne so wichtig? Kann ich da nicht hin? Willst du nicht helfen? Shit, shit. Ah. Okay, das sieht geil aus. Schade, dass die Engine so unsicher läuft, weil das hier ist, das ist ein geiler Moment. Für diesen Moment und für ähnliche wurde wahrscheinlich die ganze Engine gebaut. Ah, der Nebel und so, das ist schön. Ah! Okay, ich verstehe. Ich weiß, ich würde gerne wissen, ob die wie im Doctor Who-Universum, wie die Weeping Angels funktionieren. Hallo? Nee. Verdammt, warum haben die Äxte? Ja, weil die bewegen sich ja jetzt auch gar nicht. Können sie sich also, wenn ich sie sehe... Nee, die scheinen sich schon zu bewegen. Jetzt will ich aber auch was sehen. Was passiert denn? Plötzlich Axt, da kann doch nun keiner mit rechnen. Axt! Axt! Okay, aber jetzt weiß ich Bescheid. Hammer. Die Axt aus dem Nichts. Du da, hilf mir! Ja, ich, wie denn? Ich denke mal, ich muss hin zu ihm und vielleicht hat er noch ein passendes Kabel oder irgendein Kram dabei, um das gleich wieder anzumachen. Shit. Fuck. Ja, aber da kann ich doch gar nichts machen. Das Spiel lässt auch wirklich keine Zeit verstreichen. Da geht's direkt los. Finde ich aber gut. Nur weiß ich überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. Wahrscheinlich hier hoch, ne? Auch nicht. Ich gehe nochmal vor, um die nächste Sequenz zu triggern. Hallo? Verdammt. Warum haben die Äxte? Warum haben zwei von denen nur ein Auge? Ja, okay. Hier ist auch Licht, ne? So ein bisschen. Hier kann ich aber nicht hin. Shit. Ich kann nirgendwo hier hin. Kann ich zurück? Nee. Ja, ich muss sagen, so ein bisschen bin ich überfragt. Kann ich das denn nicht drehen? Warum kann ich das nicht drehen? Ich bleib ja im Licht. Aber so viel mehr ist ja jetzt auch nicht. Ich drücke kurz mal die Option, weil ich wissen will, was es noch gibt. Rennen, werfen, Aufgaben. Left-Click, Right-Click. I. Ja, und I sagt einfach nur das. Fuck. Kann ich hier den Generator anmachen? Ja. Hat das Licht sie vertrieben? Ja, Mann. Du lernst schnell. Ah, es wird also schon dafür gesorgt, dass immer irgendwo Licht ist. Ja, okay, kann man machen. Ich muss kurz mal in die Grafik gehen, ein letztes Mal. Und hier, weil es ist ja jetzt offensichtlich egal. Komm, hoch. Wahrscheinlich ist einer der Effekte einfach irgendwie zu viel oder so. Oder ich muss auf irgendein Patch warten, aber dann kann ich es ja jetzt auch Vollbild. Oh, es ist so nervig, ey. So, dann kann ich es auch Vollbild lassen und schön auf 1080. Digga, endlich. Okay, man merkt immer so ein bisschen auch an, finde ich zumindest, an den Menüs und an der Art, wie, wenn das Spiel lief schon nicht richtig. Ich habe es zum ersten Mal gestartet vorhin, da ging schon gleich nichts. Da habe ich hier kein Bild bekommen und so, da wusste ich schon, oioio, ist eins dieser Spiele. So, Lärm. Wenn ich halt nur wüsste, was das ist, ne? Könnte es das Aliasing sein? Vielleicht ist es ja eins von diesen Sachen. Ich mach sie mal alle raus. Und dann gucken wir mal, ob das dann besser läuft.
Auch nicht, ne? Okay, dann mache ich alles an. Ich will nichts gesagt haben. Es tut mir wirklich leid, dass es hier die ganze Zeit so ist. Aber man muss es ja mal probiert haben. Vielleicht kann ich hier was ausmachen. Keins. Nee, okay. Ich mach's wieder an. Lass mich bitte in Frieden. Ja, ich kann's wieder auch nicht aussuchen. Temporal, ich hab keine Ahnung. Ja, nehmen wir. Mein Auto ist nur noch Schrott. Was ist mit dem Fahrer passiert? Es ist wirklich schade, weil das sieht so toll aus, dieser Nebel, wie der da so vorbeizieht und beleuchtet wird. Wahrscheinlich. Das ist ein Haus. Vielleicht können die Leute da mir den Weg nach Dormen zeigen. Wahrscheinlich ist das einfach nur ein gutes Feature der Engine, was hier einfach einmal richtig genutzt wird, aber ja, toll. Warum steht die Tür offen? Oh oh. Denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Okay, kann ich das die Kerze anmachen? Nein. Wie die halt einfach überall sind. Kann ich dahin rennen? Ich weiß es nicht. Weiß es einfach nicht. Oh, super. Also diese Gegnerart, die wir hier sehen, die muss ich sagen. Ah! Das ging schnell. Das ist hier sofort der Fall. Einmal dunkel, immer dunkel. Warum steht die Tür offen? Ja, ich wollte gerade sagen, diese Gegnerart an sich gefällt mir richtig gut. Das könnte man eigentlich auch gut für einen Film benutzen. Irritiert bin ich, weil hier, also klar, der rote Punkt ist ein Indikator, dass hier ein Licht ist. Aber ich dachte, rot ist aus. Kann man schon verstehen. Ja, shit, wie komme ich da hin? Ah, war gar nicht so weit wie gedacht. Sind die dann auch in jeder Schublade? Wenn ich jetzt hier in eine Schublade gehe, gucken mich dann kleine Männchen mit rotglühenden Augen an? Tragischer Unfall. Der leblose Körper eines 13-jährigen Mädchens wurde in der Nähe der Sägemühle entdeckt. Das Opfer nutzte den Fahrradweg und verunglückte tödlich. Die Behörden stuften dies als Unfall ein. Keine weiteren Untersuchungen sind notwendig. Komisch, es muss ja irgendeinen Zusammenhang haben mit dem, was hier passiert, könnte man denken. Lebloser Körper, vielleicht ist sie gar nicht tödlich verunglückt, sondern die Wesen aus diesem Haus sind auch irgendwo. Also, ist ja eigentlich eine Stadt, ne? Ja, nee, aber das wäre ja dann nicht mehr in der Zeitung. Das ist ja offensichtlich alles sehr schnell passiert. Ich finde es schade, dass man nichts kaputt machen kann. So, jetzt bin ich nämlich unsicher. Das rote Licht heißt doch Licht an, also doch. Achtung, oh Gott. Oh, ich hab's gewusst, ey. Okay, es geht noch. Mann, Leute, ich dachte, weil, also ich kenne das als Deutscher so, dass auch gerne mal hier der quasi der Lichtregler ist für das Zimmer dahinter. Es ist selten, ich gebe zu, es ist selten. Aber in Badezimmern zum Beispiel habe ich das schon gesehen. Warum auch immer. Warum gerade da? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. So. Okay, da komme ich nicht hin, weil zu dunkel. Von dieser Seite komme ich auf jeden Fall einen Ticken weiter, ja. Das nehme ich jetzt auch nochmal mit. Ah,
Habe ich ja alles. Da stehen sie schon. Das ist so unangenehm. Nee, hier oben gehe ich echt nicht hin. Hier ist auch nirgendwo eine Lampe, obwohl... wenn die nicht reicht. Das ist schön gemacht, wie die Musik so langsam anschwillt. Kann man echt loben. Ja, mehr ist hier nicht. Furchtbar. Nee, weiter kann ich nicht. Ja, mach zu. Okay. Wo ist denn die Haustür schon wieder hin? Da. Nee. War die nicht hier? Ist hier nicht eigentlich eine Haustür? Also irgendwie könnte ich schwören, da war eben noch ein Hauseingang. Ich bin nur nicht über den Garten reingekommen. Wie bin ich denn reingekommen? Hallo? Moment. Ich weiß, ich verlaufe mich gerne und viel. Aber hier wird es jetzt ein bisschen lächerlich. Ich habe mich doch nicht hier verlaufen. Ich bin doch nicht... She won't take me. Ja, aber da kann ich doch jetzt nicht rein. Okay, scheinbar ist hier auch nichts von Interesse. Oh. Okay, aber die Frage bleibt bestehen. Wo ist denn der fucking Ausgang? Ja gut, vielleicht kann ich nicht mehr raus. Vielleicht ist das hier... Das ist doch aber eigentlich kein... Ey, ich komme mir echt vor... Ich bin doch hier durchgegangen! Also jetzt bin ich gerade echt völlig... Jetzt denke ich, ich bin vielleicht verrückt geworden. Vielleicht ist es endlich passiert. Und natürlich hat das live gestreamt. Das war klar. Ja, sehr weird. Also... Okay, ich gebe es einfach auf. Das zu ergründen. Und schaue einfach weiter, wo eventuell... Nee, ich kam bestimmt von hier. Das ist die einzige Erklärung, die Sinn ergibt. Ob ich da hinrennen kann? Tja. Ja, okay. Wir versuchen's. Okay. Michael Jordan auf dem Dach. Krass. Die Tür ist verbarrikadiert. Ganz komisch. Ich bin doch eben gerade noch durch, ne? Ich dachte, es wäre einfach ein Spiel mit Monstern, aber jetzt kann ich meiner eigenen Wahrnehmung ja auch nicht mehr trauen. Ah. Automatisches Garagentor. Kein Schlüsselloch. Automatisches Garagentor. Kein Schlüsselloch. Ja, was das wohl ist hier? Kann ich da eventuell kurz hinrennen? Schaffe ich das? Es ist schwer, die Regeln einzuschätzen des Spiels. Die Regeln, die Horrorregeln. Wie kann ich wo lang? Ja, aber es scheint... Wie lange kann ich irgendwo leben? Ich meine, solange diese... Das Licht kommt wahrscheinlich aus Dormant. Wenn nur das Sonnenblumenfeld nicht so dunkel wäre. Schalte die Lichtmasten ein. Das muss ich dann jetzt halt machen. Also hier irgendwo. Hm.
Das ist, diese Lichtspielereien sind toll. Das müsste nur eine etwas bessere Engine sein. Okay, Garagenschlüssel. Da kann ich wahrscheinlich gleich zurück. Eine Sicherung fehlt. Sie muss in dem Haus sein, oder? Automatisches Garagentor. Kein Schlüsselloch. Okay, dann wieder ganz zurück. Hier. Jetzt krieg ich Hunger, so ein richtig schöner Humpengulasch. Das ist so die Familiendose, ey. Da kannst du danach noch so kleine Törtchen draus machen für übermorgen. Geil. Okay, was wollten wir eigentlich hier? Wir wollen, wir brauchen etwas zum, den Generator. Genau, was? Strom? Eine Sicherung. Es sind immer die Sicherungen. Ja, shit. Ich hätte jetzt gehofft. Ah! Da haben wir sie. Ach, wie viele Sicherungen in wie vielen Spielen ich schon eingesetzt habe, das ist... Das kann ich euch versichern. Da sind einige. Okay, es funktioniert. Oh, ist das aber auch ein fieses Feld. Könnte dieses Ding noch gruseliger sein? Ach nein, doch nicht jetzt. Mann, das ist wie dumm. Was für ein dummer Moment für eine Ladezeit. Mach das doch nicht. Mach das doch nicht jetzt. Das war doch toll. Wie bin ich hierher gekommen? Oh. Schade, ich wäre doch gern da... Das war gerade so schön, da mal so durchzustreifen. Na gut. Andrea. Das Foto ist von dem Tag, als wir uns kennenlernten. 2 Jahre später haben wir geheiratet. Der Entwickler und seine Freundin. Oder die beiden Entwickler. So. Nein, das war sexistisch. Oder die Entwicklerin und ihr Freund, der absolut nichts mit Computerentwicklung zu tun hat. Vielleicht ist er Lehrer oder so. Oh. Was ist das für ein Ort? Kein sehr freundlicher und auch wirklich, vielleicht hier brennt es immerhin. Also hier würde ich nicht so lange bleiben. Der brennt ja auch nicht so lange. Rosie liebte es, auf dem Schoß von Andrea einzuschlafen. Wir waren so glücklich damals. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, wundert sich denn keiner? Wundert er sich denn nicht, dass hier seine Bilder liegen? Das ist doch schon ein bisschen makaber. Direkt unter der brennenden... dem brennenden Kerl. Okay, mir egal, weg. Das Licht. Wo kommt es her? Tja. Da wusste der Entwickler auch nicht, wie er das jetzt erklären soll. Das hörte sich gerade an wie so eine Beschwörungsformel. Was? Moment mal. Ist das eine Tür? Okay, da hinten ist auch noch was Grünes. Shit, überall ist Zeug. Ja klar, jetzt Rocky. Kommen wir noch. Das war der Hase von Rosie. Jetzt kommen noch die creepy Hasen. Das muss in jedem... Ah, das erinnert mich so sehr an der dunkle Turm gerade. Ach, eine Schande, was damit passiert ist, ey. So. Also, technisch unter aller Sau, aber inhaltlich hat es was zu bieten, finde ich. Dieses weiße Licht hat es mich hierher gebracht.
Da laufe ich einfach so an den Leuten vorbei. Dormont ist nur ein paar Meilen die Straße runter. Und die stehen einfach da so rum. Stehen einfach rum, warten mit ihrem blöden Borg-Auge. Ey, ihr beiden, warum habt ihr nur ein Auge? Findet ihr es nicht unfair? Oder hast du ein Auge eingetauscht gegen die Machete? Dann wäre das wieder cool. Aber der Links hat auch eine Machete und zwei Augen. Findest du es nicht? Willst du dich da nicht mal beschweren? Willst du dem nicht vielleicht mit deiner Machete mal ein Auge ausstechen? Das wäre doch mal was. Da würden wir doch mal vorankommen hier. Ja, jetzt sagst du wieder nichts, ne? Nachher aber dann, wenn er weg ist, fängst du wieder an zu lästern. Das ist sehr gut. Man muss die gegeneinander aufbringen. Das ist natürlich sehr einfach zu programmieren. Muss man halt einfach nichts machen. Außer dieser einen Hack-Animation. Und die ist auch noch im Dunkeln. Aber die Mucke ist geil. Und die Idee ist gut. Das gebe ich Ihnen. Das ist Moment. Hat hier jemand ernsthaft die Scheiben durch Holzbretter ersetzt? Ist das euer Ernst? Das macht doch kein Mensch auf der Welt. Das ist jedem zu dumm. Da ist interessant, dass der eine hier, der könnte der Anführer sein, oder? Der sieht immer, einer von denen ist immer so ein bisschen verzerrt und hat andere Augen. Ja, wobei, erst die Entfernung. Ah, okay. Der ist quasi aggro. Der springt bald zu mir. Tja. Ich komme nicht an den Türgriff heran. Es fühlt sich an, als wäre etwas um das Auto gewickelt. Ich komme nicht an den Türgriff heran. Es fühlt ja, sich aber was an, kann als das wäre sein? Etwas um das Auto gewickelt. Also man sieht ja auch nichts. Vielleicht ist es irgendwas, was wir nicht sehen können. Oh, das würde ich auch lieber nicht sehen können. Jemand hat die Fenster verbarrikadiert. Fuck. Okay, hier kam ich her. Außerdem sind hier auch... Die kommen ja schon auch so ein bisschen näher immer, habe ich das Gefühl. Ja, ich komme hier auf jeden Fall nicht durch. Das ist, glaube ich, sonnenklar. Oh, hier ist ja auch noch was. Teilweise baut sich das alles ein bisschen spät auf. Schon wieder Schlüssel gefunden. Ist der hierfür? Ich glaube nicht. Wo bin ich denn jetzt und was ist das? Ich bin bestimmt tot oder so. Oh, jetzt kann ich bestimmt zu dem Auto und kann sehen, was da mysteriöses... Alter, jetzt sehe ich es ja hier. Aha. Und was bedeutet das jetzt? Ja gut, ich meine, das ist jetzt nicht... Es ist nicht das Allerweirdeste, finde ich, in dieser Welt. Da ist hier so ein schwebender Blubberbubbel. Da ist irgendwas auf dem... Seht ihr das? Irgendwas richtig ekelhaft. Das ist oben auf dem Dach oben drauf. So, natürlich irgendwas Spinnenartiges. Hier schweben die Ölfässer. Mein Gott, der Ölpreis. Fleben durch die Luft hier. Kannst du nicht machen. Wie eigenartig, das hier zu finden. Genau das, was ich brauche. Ja. Das ist alles nur in deinem Kopf. Du löst gerade die Spannung in deinem Kopf mit der Herbizidpumpe. Versuchen wir es. Aber warum will er unbedingt an dieses Auto? Ey, das Ding da oben, Alter. Das macht mir Sorgen. Ich weiß, dass es da ist. Das macht mir Angst. Okay, kann ich jetzt aufmachen? Der Türgriff klemmt. Oh, Digga, ey. Der Türgriff klemmt. Ah. Das fühlt sich zu schwer an. Tja, shit. Ach, da sitzt einer da hinten. Okay, dann gehe ich erstmal durch die magische Tür. Da. Ah, es ist der Zaun. Und hier kann ich es wegnehmen? Okay. Gut.
Immer diese creepy Liegestühle hier. Schaukelstühle. Jason was here. Ein Stein. Der Stein? Ja, ja. Ah, die geht dann da hinten wahrscheinlich weiter. Oh, oh. Sehr gute Idee. Also die Spielmechanik mit dem Licht ist gar nicht so übel. Ich habe vor kurzem ein ähnliches Spiel, ich glaube Light Matter. Könnt ihr euch mal runterladen, da gibt es eine Demo. Die haben ein ganz ähnliches Spielprinzip, muss ich sagen. Das ist gar nicht so unüblich. Und das haben sie aber ein bisschen besser gemacht, muss ich sagen. Hallo? Ist jemand hier? Aber es sind auch zwei unterschiedliche Spiele, aber deren Engine für das Licht ist deutlich besser. Kann ich irgendwas nehmen? Ich würde es in die Dosen werfen. Aber die Mucke ist gut. Jetzt komme ich ja gar nicht mehr raus. Ah, na endlich. Nee, das bleibt an. Ja. Können aber doof gucken. Aber warum haben die... Wie haben die es geschafft? Sie haben Angst. Dass hier die Beleuchtung wieder auszuschalten. Können die das? Warum können die das? Wahrscheinlich, wenn es dunkel ist, können die solche Sachen machen. Aber hier ist doch Licht. Naja, ich hinterfrag das zu sehr. Ja, okay, und jetzt? Was mache ich jetzt damit? Ha. Hallo? Oh, hi. Ich dachte schon, du wärst eine von denen. Findest du es nicht komisch? Ist hallo? Möglicherweise ja, aber ich bin nicht einsam. Ich heiße Annika. Ich heiße Edward. Schön, dich kennenzulernen, Annika. Ist noch jemand mit dir hier? Du musst gehen. Mutter kommt. Ah. Was? Deine Mutter ist hier? Keine Zeit für Fragen. Du musst gehen. Okay. Warum? Ich kann dich nicht einfach hier zurücklassen. Geh, Edward. Wir sehen uns später. Ja, Mutter kommt. Ich habe trotzdem noch Zeit hier mit meinem magischen... Wie heißen die Dinger? Ich habe es vergessen. Ey, Mann, ich kenne die, Mann. Ich bin Kind der 80er. Keine Ahnung, wie heißen die? Ich finde es noch raus. Lauf, lauf! Was zum Teufel ist hier los? Hui, das war intensiv. Das war richtig cool, dass die plötzlich hinter mir auftaucht. Da habe ich nicht mit gerechnet. Wo ist das Feuerzeug? Verdammt. Vielleicht habe ich es fallen lassen. Das haben die Entwickler gemobst. Die wollen es dir einfach nicht so einfach machen. Alle sind gegen dich, nur ich bin Hallo? Bei dir. Ist jemand hier? Verdammt, hier ist keiner. Wo sind alle? Mach's mal wieder ein bisschen leiser jetzt, weil ich nicht weiß, ob es nicht doch gegen Ende wieder recht laut geworden ist. Ich hoffe, ihr habt mich die ganze Zeit hören können. Ansonsten ist auch nicht so schlimm. Ihr habt nichts verpasst. All das Essen. Sie müssen es eilig gehabt haben. Oh, jetzt krieg ich Hunger, ey. Ach,
diese amerikanischen Diner, ey, die sind immer geil, da kriege ich Hunger, hat man jedes Mal Bock auf einen Burger oder einen Hotdog. Angst herrscht in Dormant, seitdem ein weiterer Einwohner verschwand. Lloyd Eldridge, 62, zuletzt gesehen, als er das Postamt am späten Nachmittag verließ. Die Deputies des Sheriffs und zahlreiche Freiwillige suchten ergebnislos die umliegenden Wälder ab. Unbestätigte Quellen sprechen von einer Gruppe von Menschen mit glühenden Augen, die zur gleichen Zeit am Postamt gesehen sein worden sollen. Sheriff Matthews sagt, dass die Bevölkerung von solchen Geistermärchen nicht verunsichern lassen soll. Ja, hier sind halt schon die Unterschiede klar erkennbar zwischen den Texten eines Amnesia und Soma und den Texten eines They Came Back oder so. Ich nehme an, das ist auch... Ich gucke mir mal gerade auf meine Mission. Hilfe im Diner. Ich nehme an, wenn es auch so heißt, dann geht es wahrscheinlich um Tote, ne? Geister. Oder? Dass die Toten zurückkommen und... Ich muss auf das Dach. Auf das Dach wollen. Dann bekomme ich einen besseren Überblick auf die Umgebung. Ja, aber ich komme doch nicht aufs Dach. Bibliotheksraub. Ein nicht bekannter Nunba mit Gemälden und Kunsthandwerksgegenständen wurde gestern Abend aus der Bibliothek von Dormant entführt. Das ist bestimmt wichtig. Offizielle Quellen behaupten, dass die Einbrecher durch den Aufstieg durch die Notfallfluchttreppe, dafür ist es wichtig, Zugang erlangt haben. Notfallfluchttreppe, die sind doch immer am Rand, ne? Sheriff Matthews weigerte sich zu antworten, wenn die Behörden Verdächtige haben. Ja, es ist ein bisschen, wann die Behörden Verdächtige haben, weigerte er sich zu beantworten, nehme ich an. Diese Bilder immer, wenn da die Tür aufgeht, Alter. Ah, das ist gut. Das ist richtig gut. Das Problem ist irgendwie nur, dass man, also Light Matter, das andere Spiel, was ich meine, die lassen dir die Möglichkeit, Lichter auch in die Hand zu nehmen und zu drehen. Das ist natürlich eine völlig andere Freiheit, als man sie hier... Scheiße! Das war knapp. Da draußen ist Licht, aber etwas versperrt das Fenster. Als man sie hier hat. Man muss hier natürlich aber dafür auch immer damit rechnen, dass die Lampe effektbedingt und zeitlich oft immer in einer guten Situation einfach ausgeht. Ich muss zur Bücherei gehen. Da muss doch jemand sein. Aber zuerst muss ich auf das Dach kommen. Ja, und zuerst musst du unten reinkommen. Hier, in den Raum wieder. Du musst das Fenster freimachen. Aber was genau war da? In Amnesia würde ich jetzt was nehmen. Versuchen es anzuzünden und darüber werfen. Und in meinem Spiel, wenn ich es entwickeln würde, könnte man das jetzt auch. Es würde nur 10 Jahre dauern, bis es rauskommt. Das ist doch die Ecke, oder? Was? Hier blockiert doch eigentlich gar nichts. Könnt ihr euch einfach so tun, als ob hier plötzlich... Das raff ich nicht. Ja, vielleicht ist es hier. Ja, vielleicht ist die Blockade auch auf der anderen Seite. Ich habe mir das, habe den Umriss jetzt nicht so genau im Kopf. Aber eigentlich... Das war ja ein Stockwerk weiter unten. Ja, die sind einfach... Ah, hier ist ja noch Licht. Okay, so schlecht ist es ja gar nicht. Die Feuertonne strahlt hier ein wenig. Ha. Oder ist es, weil ich jetzt die Sachen davon weggeräumt habe? Das kann sein. Ja, aber die Lampe ist ja kaputt. Aber es bringt mir auch nichts. Ah, vielleicht erstmal freiräumen. Auch nicht? Nee.
Ah, jetzt sehe ich erst richtig, was da eigentlich ist. Da ist irgendwas von aus dem Raum heraus vor das Fenster gefallen und nicht von außen vor das Fenster gefallen. Das kann man wirklich kaum erkennen. Kann ich da überhaupt hin? Ich kann es auf jeden Fall scheinbar nicht. Ich kann ja auch nicht springen. Ich kann da nicht viel machen. Das kann ich. Oh, das brauche ich. Das ist alles. Bin ich mir sicher. So, den Schlüssel. Hier oben? Ah, endlich kann ich... Ah, es ist fest fixiert, aber trotzdem wichtig. Sonst noch irgendwas hier? Nö, krass. Ah, jetzt muss ich den langen Weg. Schade, dass man hier nicht wirklich springen kann. Was ist das? Ah, okay, nichts. Jemand muss doch in dieser Bücherei sein. Ich muss in dieses Gebäude. Ja. Da ist der Scheinwerfer. Okay, also hierhin, dahin. Und dann? Ein Scheinwerfermonster? Scheiße, was zum Teufel ist denn das? Wie geil ist das denn? Ja, aber sucht das mich jetzt? Ich weiß es nicht. Wenn ich doch nur die Feuertreppe erreichen könnte. Geh doch mal in die Hocke. Wie kann ich in die Hocke gehen? C? Nee. Alt, Shift, geht alles nicht. Kurz mal gucken. Okay, gibt's nicht. Bei mir wird sich nicht geduckt. Es ist aber schon ein bisschen komisch, dass der besondere Feind jetzt gerade eine Lampe hat. Von all den Sachen, weiß ich nicht. Warum sorgt er nicht dafür, dass Lampen zittern und ausgehen? Oder warum bringt er sie nicht irgendeine Schwärze mit oder so? Scheiße, es geht überhaupt nicht. Vielleicht kann ich ja ihn... Oh, hier ist was. Das ist genau das, was ich unbedingt haben wollte. Schon immer. Was kann ich denn mit dem Spazierstock jetzt machen? Das ist auch mal ein netter Effekt an sich. Er ist nicht hundertprozentig gut so, aber sieht mal ganz gut aus. Hätte man viel häufiger machen sollen. Okay, was mache ich nun? Kannst du mich sehen? Das will ich erstmal wissen. Kann ich dich irgendwie locken? Ah, auch keine gute Todesanimation. Hm. Das wird nix. Wenn ich doch nur die Feuertreppe erreichen könnte. Ja, erstmal wissen, wo die überhaupt ist. Ist das hier die Bücherei? Also, ist ja wirklich kein besonders guter Gegner. Also, der hat mich ja bisher nicht... Oh, da kann ich nicht lang. Wie lang, wenn er getriggert ist? Gar nicht. Oh shit, doch. Tut mir leid. Keine Schuhe, kein Shirt, kein Service. So, kann ich jetzt an ihm vorbei? Die Feuertreppe. Hier ist die Bücherei. Also muss doch hier irgendwo am Rand. Ach, da ist sie ja. Das ist sie ja. Ich vergesse mal wieder, dass das ja nicht so abgesicherte Leitern sind. Die Feuerleitern. Sonst würden sie ja auch fucking Feuerleitern heißen. Okay, gut. Aber ich komme auch gar nicht hin. Ah, dafür ist der Stock. Dafür ist der Stock.
das Spiel würde auf jeden Fall davon gewinnen und profitieren, wenn es so eine echte, so eine richtige Feuerphysik hätte, dass man Dinge anzünden kann, dass ich einen Stock umwickeln kann, mit irgendwas eine Fackel bauen kann. Wahrscheinlich ist es dafür nicht ausgelegt, weil es auch anders funktionieren soll, aber ein Spiel, das diese Ideen hat und das kombiniert, fände ich eigentlich ganz geil. Seelen sind wie ein Gemälde. Manchmal verbirgt eine hübsche Leinwand eine dunkle Wahrheit. Okay, also hinter irgendeinem der Gemälde ist irgendwas Krasses versteckt. Ein anderes Gemälde. Oder ein Safe. Oder das allererste Bild eröffnet einfach einen Geheimraum. Tragödie in Dormund. Vor einem Jahr wurde das kleine Städtchen Dormund von einer Tragödie erschüttert. Die Nachricht über Annika Kretius Unfall. Das junge Mädchen fuhr mit seinem... Das kennen wir doch schon. Annika. Tot. Ist das dasselbe Mädchen, das ich gerade getroffen habe? Nee, frag dich mal lieber, ob das derselbe Zettel ist, den du schon vor einer halben Stunde gelesen hast. Und dafür habe ich jetzt... das weggeschoben? Nee. Das ist aber wirklich eine schlechte Verwendung von Geheimnissen. Das ist eine Verschwendung von einem mysteriösen Schalter. Ach ja, warum gucke ich mir das nochmal an? Ja. Unangenehm, die Geräuschkulisse. Shit, nirgendwo ist was. Okay, dann muss ich wohl die Treppen lang. Auf allen Stufen solche Krufen. Wie alt war ich damals? Annika, bist du tot? 13. Wie alt? Was bedeutet das? Ja, das ist der Tipp. Sind nummeriert. Also die 1 und die 3. Okay. Es ist nicht so schwer. Ihr braucht mir nicht noch den Tipp oben links. Habt ihr meine Let's Plays gesehen oder was soll das? Jetzt wollen wir aber ganz sicher gehen, sonst spielt er nicht mehr weiter, der Kretschmer. Naja, eigentlich finde ich es gut. Seien wir ehrlich. So, ich habe aber kein Feuer. Eigenartig. Oh. Die Kerze entzündet sich, wenn ich sie berühre. Das ist in der Tat sehr eigenartig. Komm, Kitty, ey, wo ist die 1? Mach's doch nicht noch spannender. Okay, Scheiße, sieht halt auch ein bisschen lustig aus. Ich meine, der hat original oben eine riesige Hand. Der hat eine Hand auf dem Kopf. Völlig unironisch. Eine Hand, Leute. Ach, wo ist denn die 3 schon wieder jetzt? Ich weiß, deswegen habe ich die beiden Kerzen angezündet. Vielleicht lässt sich ja damit die Tür öffnen. Welche Tür? Welche Tür? Die vielleicht? Auch nicht.
Okay, ist immer noch selbe. Also, dieser Wechsel zwischen den Welten, das ist auch schon eigentlich cool. Das gefällt mir. Was mit ihm her chillt, Alter. Guck ihn dir an. Ich existiere nicht. Und doch bin ich hier. Hallo? Wer bist du? Was willst du von mir? Ja. Er bleibt Anonymous. Also hier passiert auf jeden Fall deutlich mehr als nur, dass diese Monster das ganze Dorf verschlungen haben. Hier ist irgendwas ganz Fieses, Arges am Laufen. Okay, jetzt weiß ich aber irgendwie auch nicht mehr, was von mir erwartet wird. Hier war ich doch einmal durch. Einmal überall. Aha. Damit ließ ich die Tür öffnen. Ja, nee, halt. Was genau bringt mir denn jetzt diese Steinwand hier? Ich meine, diese Ebene soll mir einfach was beibringen. Dass da vielleicht ein Schalter im Original, also in der Originalwelt ist, in meiner Welt vielleicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat hier jemand Upside Down ein bisschen zu wörtlich genommen. Nur darunter kann ich irgendwie jetzt auch gerade nicht da. Okay. Auch ein sehr seltsamer Ort, um diesen Flashback zu bekommen, oder? Findet ihr nicht auch? Einfach so. Oh shit. Shit. Sackgasse. Ey, wie kommt man denn hier nochmal raus, da? Aber das ist die Tür. Das ist die richtige Tür. Wirklich, ich brauche nur einen Hebel. Ja, wo könnte der sein? Also vielleicht bilde ich mir das auch ein mit dem Hebel, aber das könnte gut funktionieren. Ich bin ja hier irgendwo, ich bin hier so... So halb eingesperrt immer. Die Türen gehen hinter mir immer zu. Ständig muss ich irgendwie rauskommen aus Räumen. Oh shit. Achso. Ah. Oh Gott, es verliert jeden Schauer, sobald man ihm einfach mal bei dem stümperhaften Rumlaufen mit seiner furchtbaren Animation dabei zugesehen hat. Ich kann dich nicht mehr ernst nehmen, Junge. So wird das nichts. Mit dem 100 Meter Lauf. Okay, kann ich das wegnehmen? Nein, auch nicht. Auf geht's auch nicht. Wegnehmen geht nicht. Wo ist hier ein Schalter?
Ach, vielleicht soll ich einfach runter. Ah, geil. Ich habe sie sozusagen in der anderen Welt geöffnet. Was haben sie hier getrieben? Dieses Zimmer, diese Gemälde, war das irgendein Kult? All diese Menschen haben irgendwann mal gelebt. Und jetzt sind sie in irgendeinem Videospiel für immer digitalisiert. Diese beiden Leute haben sicher nicht damit gerechnet, dass sie irgendwann bis in alle Ewigkeit digital verfügbar sein werden. Und das in so einer ruckligen Engine. Er hier vielleicht, er hat damit gerechnet. Irgendwann bin ich mal in einem Horrorspiel. Ganz oben rechts in der Ecke bei den Kakerlaken. Leute haben ihn für verrückt erklärt. Und wer hat gesiegt? Oh, die 125 Penetrationen des Kamasutras. Das ist Sardinendose. Genau, die Sardinendose. Das ist eine ganz komplizierte, braucht man sehr viel Handwerk auch, Zeug, ganz viel Ausrüstung. So fühlt man sich danach. Oh, haben die ein Foto gemacht von sich selbst? Guck mal, das sind wir. Okay. Der Sach ist der Dämon der Vergeltung, auch bekannt als Lord der Dunkelheit. Es ist nicht klar, wo der Sach seinen Ursprung hat. Einige Schriften besagen, dass er ein gefallener Engel ist. Andere sagen, dass er in Avernus, einer höllischen Gegend der Unterwelt, erschaffen wurde. Er war schon immer fasziniert von Ungerechtigkeiten, besonders aber vom Tod Unschuldiger. Wenn immer dies passiert, zieht er mit großer Freude die Schuldigen zur Rechenschaft, während er sie langsam einsperrt und mit ihren Emotionen spielt. Interessant ist aber, dass er die Schuldigen nicht verurteilt, nicht einmal für ihre mittelgute Rechtschreibung. Den Schriften zufolge sucht er sich immer jemand anderen aus, der das Schicksal derer, die sich schuldig gemacht haben, bestimmt. Hiermit ist alles gesagt, oder? Jetzt wissen wir Bescheid. Das ist mehr oder weniger das, was hier passiert ist. Und die Frage ist doch eigentlich, wie viel Dreck hat das Dorf am Stecken? Was haben die alle gemacht? Das ist nämlich die eigentliche Frage. Columbo würde sagen, ich habe da noch eine Frage. Oh. Ich schätze, ich werde durch das Haus gehen müssen. Ah, es war doch nur ein kurzer Abschnitt. Ich dachte, da beginnt eventuell ein Video. Ja, wir hören jetzt hier an der Stelle auf, denn ihr seht ja, es läuft nicht so gut. Es ist leider technisch einfach eine echt furchtbare Grütze. Es liegt aber, glaube ich, am Spiel. Ich habe ganz viele Sachen in letzter Zeit gespielt, am Rechner liegt es nicht. Ich glaube, liegt wirklich daran, dass ich halt sehr früh mit diesem Spiel angefangen habe und es wahrscheinlich, wie so viele Sachen, noch nicht so hundertprozentig läuft mit jedem Rechner. Ich habe dann halt Pech gehabt. Nehmt es mir nicht übel, nehmt es dem Spiel nicht übel, nehmt es ganz sicherlich dem Rechner auch nicht übel, die können am wenigsten für. Ja, wahrscheinlich wird es die nächsten Tage, Wochen besser laufen. Ich kann es euch zumindest, also es ist schon sehr rough und es ist schon sehr indie und es ist schon sehr, ich kann das nicht machen, okay, ich kann das nicht machen, okay, der Entwickler will das, da fehlt eine Animation, das sieht doof aus. Es hat schon viel von diesem Early Access Charme, nenne ich es jetzt mal. Und das ist sicherlich nicht was für jeden, aber was mir gefallen hat, ist die Idee dieser Gegner. Die finde ich irgendwie, hat die was. Auch wenn die eigentlich simpel ist, aber die hat was. Die Verwendung des Lichtes, da könnte man noch mehr ausbauen, finde ich. Ich muss sogar dieses eine dumme Monster mit der Stoßstange quer durch den Körper geschenkt, die Hand auf den Kopf. Ich meine, ich verstehe, dass man irgendwas machen will. Man will was machen. Verdammt, die Krankenschwestern, dann die Leute im Sack bei Silent Hill, selbst Nemesis. Lass uns irgendwas Cooles machen, nicht einfach nur Zombies. Ich hab's, eine Hand auf dem Kopf. Und alle gucken ihn so an. Und dann ist es wirklich die wortwörtliche Facepalmierung, weil das kann nicht funktionieren. Irgendwie funktioniert es dann aber doch, aber nicht wirklich im Genre Horror. Aber ich sag mal so, das ist kein schlechter Gegner.
Ich kann ihn nur nicht ernst nehmen. Aber Holla die Waldfee, ist das eine geile Idee eigentlich. Dem eine Hand oben drauf, egal. Viel mehr kann man eigentlich gar nicht loben. Der Nebel, diese Nebel und der Lichtschein durch den Nebel, das ist richtig gut geworden. Wie gesagt, ich glaube zu Lasten der Engine, zu Lasten der Grafik, weil das wahrscheinlich irgendwie deswegen nicht flüssig läuft, ist meine Theorie. Aber insgesamt ein interessantes Stück Software, aber eben nichts, was man jetzt kaufen muss. Vielleicht auch nichts, was man in einem Jahr kaufen muss. Man muss mal gucken, wenn das irgendwann fertig ist, dann könnte ich da auch nochmal einen Blick reinwerfen. Und es sieht auch aus, als hätte es viele interessante Ideen. Aber die Frage ist, wie lange man das ertragen kann. Also gerade wenn der Lichtweg so geradlinig ist und man eigentlich nur an- und ausknipsen kann, ab und zu mal ein Rätsel, dann ist schon die Frage, wenn ich die Lichter nicht mehr dynamisch platzieren kann, wie lange das Bock macht mit dieser reduzierten Spielmechanik. Das ist meine Meinung dazu nach ungefähr einer Stunde Spiel. Die könnt ihr nehmen, könnt ihr wegwerfen, könnt ihr drauf zur Arbeit fahren morgen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönes After Dark. Nächstes Mal wird es ein Spiel, was besser läuft. Das sind immer die Spiele, wo man sagt, ich riskiere es mal. Die sind dann meistens, die gehen dann nicht. Okay, das war es zumindest von diesem Spiel und von mir und von After Dark. Ich hoffe, es kommt jetzt noch irgendwas ähnlich Gutes im Anschluss. Das wünsche ich euch und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt After Dark und